Bühler, 5:2 verloren bei diesem Spitzenspiel, war sicherlich nicht so, wie Sie sich das vorgestellt haben. Definitiv nicht. Nee, wir wollten hier eigentlich auf jeden Fall einen Punkt mitnehmen und eigentlich denen das Leben schwer machen. Ist uns aber insbesondere in der ersten Halbzeit nicht gelungen. War eine Katastrophe in der ersten Halbzeit. Glaube ich, in der ersten Halbzeit zu keiner Zeit in die Zweikämpfe gefunden. Wir haben die zweiten Bälle insbesondere waren alle weg. Und das war hier entscheidend, über das haben wir eigentlich gesprochen. Wir haben sehr einfache Fehler gemacht. Wir haben dann vielleicht noch zu dem Zeitpunkt nicht unverdient das 1-0 geschossen. Ich glaube, da waren wir noch eigentlich ganz gut im Spiel. Haben dann aber ab dem Zeitpunkt wieder komplett den Faden verloren. Und dann sehr, sehr einfache Gegentore bekommen. Dann liegst du hier zurück, glaube ich, 4-1 in der Halbzeit. Dann ist es richtig schwierig, zurückzukommen, natürlich. Dann das unglückliche 5-1 kommt dann noch dazu. Ich glaube, wir waren da im Zweikampf. Ich war es, glaube ich, selber sogar, beziehungsweise ich war es selber. Springt von mir in den langen Pfosten rein, dann steht es 5-1, dann war die Geschichte definitiv durch. War es ein bisschen die Nervosität heute oder woran lag es, dass es heute an vielen Stellen oft nicht geklappt hat? Es ist schwierig für mich, das zu finden, den Grund, weil heute war es wieder ein Kollektiv, was versagt hat. Es war vielleicht so ähnlich wie, sag ich mal, wie in Mühlacker. Zu dem Zeitpunkt, wo wir auf einmal Tabellenführer sind, wird da auf einmal zu viel nachgedacht über das Spiel vielleicht, dass man das verteidigen muss, dass man unbedingt weiter da dranbleiben muss und man denkt drüber nach. Keine Ahnung, vielleicht ist der Kunststraßen, wir haben letztes Jahr im Buckenberg komplett auf die Fresse gekriegt, relativ hoch verloren, auch auf dem Kunststraßen. Keine Ahnung, wobei uns der eigentlich liegen muss, weil ich habe eigentlich relativ gute Fußballer in der Mannschaft. Von daher gesehen habe ich mich eigentlich darauf gefreut auf den Kunststraßen, aber habe jetzt zweimal auf dem Kunststraßen relativ schlecht ausgesehen. Von daher gesehen ist vielleicht auch nicht unsere Platzverhältnisse. Saisonverlauf, wie bewerten Sie den bisher? 12. Spieltag ist vorbei, Sie sind ja, auch wenn Sie nicht mehr Spitzenreiter sind, an der Spitze noch dran. Ja, Saisonverlauf ist, glaube ich, sehr zufriedenstellend. Wir haben einen Totalausfall gehabt, wo wir nicht da waren. Das war im Mühlacker. Die anderen Spiele haben wir relativ sauber gespielt, auch sehr, sehr souverän gespielt. Haben ein überragendes Spiel gegen Ispringen gehabt und haben halt jetzt heute hier auf die Fresse gekriegt. Das kommt vor. Also ich glaube, dass das eine gute Mannschaft ist, die Wilferdinger, definitiv. Sie sind sehr kompakt. Aber man kann ihnen wehtun. Uns ist es heute nicht gelungen. Wir sind da vorne 5 Mannschaften, die komplett eng zusammen sind. Von daher, oder 6 vielleicht, ich weiß nicht ganz genau. Jetzt sind sogar 7. Aber es ist sehr eng da vorne. Wir sind jetzt 2 Punkte hinter Wilferdingen. Von daher sind es ist nichts passiert, Sie haben es gesagt, das ist der 12. Spieltag. Unser Ziel ist es, von Spiel zu Spiel Gas zu geben, 3 Punkte zu holen. Jeder, wo da was anderes eigentlich reinbringt, das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, jeden Sonntag eine gute Leistung zu bringen. Das ist heute uns definitiv nicht gelungen. Vielleicht weil es Samstag war, keine Ahnung.